Lasst uns mal langsam die Türen wieder schließen, hier im Raum ankommen. Wer ist jetzt gerade neu dazugekommen? Wow, sehr cool, Leute. Ich freue mich auf euch. Wir hatten gerade einen großartigen Start und jetzt geht's direkt weiter hier. Mein Name ist übrigens Alisa. Ihr könnt mich sehr gerne Ali nennen. Ich begleite euch hier ganz locker flockig durch Programm heute auf der Online-Marketing-Stage. Und wie ihr hinter mir schon sehen könnt, also wir haben eine unglaubliche Geschichte hier gleich. Und er ist Investor, er ist Autor und einer der bekanntesten Online-Marketer. Und tatsächlich geht es mir genauso, dass ich seinen Namen immer wieder in sämtlichen Kontexten gehört habe. Und mich immer gefragt habe, wer ist dieser unglaublich bekannte Online-Marketer, der es vom Fließbandarbeiter zum Millionär geschafft hat. Ich habe vor kurzem ein Interview von ihm gehört und da hat er seine bewegende Geschichte erzählt und er hat uns in seinen Alltag damals mit reingenommen, in Halle 8. Und ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, als ich das gehört habe, wie er dort stand vor diesem Fließband und mal reflektiert hat, mal wahrgenommen hat, dass dort Menschen arbeiten, die das ihr Leben lang machen. Und er hat sich gefragt, will ich das auch? Sehe ich mich auch dort? Und dann mehr oder weniger durch Zufall ist ihm das Power-Prinzip von Tony Robbins in die Hände gefallen. Sinnesfragen kamen auf und der Weg hat sich geebnet. Und naja, heute steht er da, wo er steht und hat aktuell CopeCard.com gegründet. Das ist ein Online-Zahlungsanbieter, der Online-Verkauf aufs nächste Level bringen wird. Bin ich schon sehr gespannt. Und außerdem hat er eine wunderbare Frau an seiner Seite, noch frisch verlobt, bald verheiratet. Und hier ist er für euch, Christelius! Ja, erstmal vielen Dank für die tolle Anmoderation. Vielen Dank an euch alle, dass ihr hier seid. Vielen Dank für die Energie. Und ja, ich freue mich tatsächlich sehr, hier heute sprechen zu können. Gerade auch, weil ich gehört habe, eigentlich, das sind nur sehr kleine Räume. Dafür ist der Raum relativ voll. Also vielen, vielen Dank nochmal an euch, dass ihr den Raum so voll macht und mir damit zeigt, dass ihr wirklich Interesse habt an mir, an meinem Vortrag. Und damit möchte ich auch beginnen, denn hier geht es gar nicht um mich. Der Grund, warum ich meine Geschichte immer wieder erzähle und warum ich, oder wie ich auch hier schon von einigen von euch gehört habe, der Grund, warum ich das immer wieder sage, ist, weil ich einfach nur zeigen will, dass man irgendwie alles erreichen kann in seinem Leben, wenn man motiviert genug ist und sich ein Ziel setzt. Und wie ich jetzt schon gemerkt habe gerade, ist das laut genug? Ist okay. Könnte ein bisschen lauter sein. Könnte lauter sein. Ich kann dann daran nichts machen. Die Technik. Ich wollte es nur mal fragen, weil ich das dann im Nachhinein kommt. Okay. Die Frage, die ich mir jetzt direkt gestellt habe, weil ich kann den Vortrag ein bisschen flexibel machen, ist, wer von euch kennt meine Geschichte schon im Detail? Dann einmal die Hand heben. Ich würde so sagen 50%. Okay. Dann werde ich die Kurzform, Mittelform machen, damit wirklich auch einen Bogen machen zum, wie bin ich jetzt darauf gekommen, eine Software zu gründen. Weil das ist für mich auch was völlig Neues. Aber ihr werdet sehen, dass das, was ich euch, oder der Grund dafür sehr ähnlich, oder beziehungsweise die Maßnahmen, die man dafür machen muss, sind sehr ähnlich wie die, die man in jedem Unternehmen machen muss, um eben erfolgreich zu werden. Ja, ich wurde gerade schon stark angekündigt, deswegen mache ich das hier jetzt ganz kurz. Also ich bin, wie war nochmal der Name? Alisa, schon wunderschön gesagt hat. Softwareunternehmer, Investor und Autor. Das heißt also, ich habe mittlerweile auch Firmen mitgegründet, an denen ich gar nicht mehr operativ beteiligt bin, was für mich auch eine ganz neue Erfahrung war, weil damals habe ich eben alles operativ gemacht. Dann habe ich Mitarbeiter, also ein Team gehabt, das operativ geführt und heute eben mit CopeCard beispielsweise an dem Zahlungsanbieter eine Software gegründet, wo ich nichts mehr operativ mache. Ja, ich bin mehrfach ausgezeichnet, bla 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 bla, und bin eben dafür bekannt geworden, dass ich es vom Fließband dabei zum Online-Unternehmer geschafft habe und habe auch relativ große Followerschaft, sage ich mal, für meine Nische,
sag ich mal, Online-Marketing. Wer mich jetzt noch gar nicht kennt oder sagt, hat noch nie was von mir gehört, möchte gerne mehr von mir erfahren. Also mein Name, einfach eingeben, Instagram, Facebook, YouTube, habe ich allerlei Content, Bilder und was man auch immer da hochladen kann. Genau, das ist sozusagen das, was ich heute bin und das ist das, was ich damals war. Das ist jetzt knapp mittlerweile schon fast 8 Jahre her, ist total verrückt. Jetzt wird jetzt nächste Woche 29. Ich hätte nie gedacht, wie schnell so 8 Jahre vergehen können. Aber es sind tatsächlich schon 8 Jahre, mir kommt das vor, als wäre es gestern gewesen, weil ich mich wirklich jeden Morgen daran erinnere. Ja, weil, oder beziehungsweise nicht im Negativen, sondern heute mehr im Positiven. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man, sag ich mal, den Boden unter den Füßen nie verliert. Darum geht es hier nicht um irgendwie Persönlichkeitsentwicklung oder sowas. Aber für mich ist es ganz wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Weil je mehr du erreichst, desto mehr kannst du das eben auch als Standard wahrnehmen, sage ich mal. Und man sollte sich immer eigentlich auch über jeden kleinen Erfolg freuen. Ne, wenn man jetzt, sage ich mal, irgendwie anfängt und man macht den ersten Schritt und dann sollte man sich denken, oh, aber der ist viel weiter als ich. Ja, das kann einen natürlich motivieren, das soll einen auch motivieren, aber man soll sich vor allem immer bewusst machen, wo man mal war. Und da war ich vor 7 Jahren. Ja, ich habe also wirklich den ganzen Tag lang bei Mercedes dasselbe gemacht, Tag ein, Tag aus. Die Autos sind, wie du es so schön gesagt hast, Halle 8 vorbearbeitet. Das war also der Füller, der sozusagen vor der Lackierung draufkommt. Da mussten wir die Schmutzpickel wegschleifen. Und dann, ich kann das auswendig immer noch, mit so einem Hobel die Schmutzpickel wegschleifen, dann mit so einem anderen Schleifbett, wie Mr. Miyagi. Ja? Also wirklich dann die Autos streicheln sozusagen. Und das habe ich dann den ganzen Tag gemacht und ich habe immer diese Differenz gesehen. Ist 0 am Anfang, soll, es waren am Anfang 180, später waren es dann 210 und dann die Differenz dazwischen. Und das war den ganzen Tag so. Und ich habe dann mein Unternehmen so aufgebaut, dass ich, also ich habe erstmal das Buch, wer kennt von euch Tony Robbins? Geil. Dann habe ich einen guten Job gemacht. Ja? Ich versuche den Typen immer bekannter und bekannter zu machen. Viele kommen zu mir an und sagen, hey, promote den doch nicht so, promote doch lieber mein Persönlichkeitsentwicklungsding. Ich sage, kann ich nicht, Mann, der ist der Beste. So. Oder nicht? Tony Robbins ist der Beste. Und ich war auch vor kurzem auf einem Vortrag von ihm, in Vortrag sag ich schon, auf einem 5-tägigen Seminar, Direct with Destiny, das war ein großer Traum von mir. Richtig geil. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich, sag ich mal, Tony Robbins Freak seid, dann ist das die Freakshow. Also es ist wirklich, wirklich so krass. Also wirklich bis nachts um 2 ist er da. Und ich habe also das Buch von ihm gelesen, damals am Band. Habe mich noch nie mit irgendwas beschäftigt, mit so Büchern. Und ne, ich habe nur Harry Potter gelesen gehabt damals. Und er hat dann geschrieben, warum gehen Sie jeden Tag zur Arbeit? Was antworten die meisten Menschen? Ich muss! Ja, und so habe ich auch gedacht. Und der hat mich dann wachgerüttelt. Ich habe gedacht, nee, ich muss eigentlich gar nicht. Eigentlich muss ich nicht. Wer sagt denn, ich muss? Wir leben ja nicht in, weiß ich wo ich das muss, sozusagen. Ich werde ja nicht gezwungen. So, was habe ich dann gemacht? Ich hätte studieren können, Fachabitur machen, hätte ich davor machen müssen, weiter einen Realschulabschluss hätte ich machen müssen. Das heißt also, ich hätte irgendwie 7 Jahre gebraucht, bis ich mal irgendwas, sag ich mal, verdient hätte, weil ich war ja im sogenannten Hamsterrad gefangen und habe dann gedacht, nee, das habe ich eigentlich keine Lust zu. So, und so habe ich dann geguckt im Internet, Geld verdienen im Internet, was steht da? Du wirst ganz schnell reich. Innerhalb von einer Stunde 1 Million Euro verdienen. Alles klar, habe ich gedacht, das funktioniert bestimmt. So bin ich dann zu meinen Arbeitskollegen hingegangen und habe gesagt, ich werde ganz reich, ihr werdet schon alle sehen. Und die haben gesagt, du wirst gar nichts. Du bist Fließbander weiter. Und ich habe dann aber gesagt, jetzt erst recht, jetzt werde ich es euch beweisen. Habe dann weitergemacht, bin dann auf Affiliate-Marketing gestoßen. Affiliate-Marketing kennt hier jeder? Okay, ist ein Online-Marketing-Stage, also sollte ihm ein Begriff sein. Habe mit Affiliate-Marketing angefangen, habe also die Produkte von anderen beworben, anfangs über das Amazon-Partner-Net und dann später also habe ich digitale Produkte beworben, ne, weil ich da eben mehr Provision erhalten habe. Dann habe ich angefangen, eigene digitale Produkte zu erstellen mit einem Geschäftspartner zusammen. Darius Kamadeva heißt er, im Dating-Bereich. Ist auch immer noch ein sehr guter Freund von mir und Geschäftspartner. Ja, und dann kam eins zum anderen. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, meine eigenen Produkte zu erstellen, habe im Fitnessbereich mit verschiedenen Leuten gearbeitet, kamen so viele Leute auf uns zu, dass mein
anderer Geschäftspartner und ich eine Agentur zusammen gegründet haben, mit verschiedenen Leuten gearbeitet haben, eben immer digital, sag ich mal, oder fast immer digital. Unter anderem auf Detlef Soest war dabei, einige andere Leute. Ich habe dann irgendwann gemerkt für mich, Agentur ist nichts, habe mich da wieder operativ rausgezogen, habe mich dann mehr und mehr auf meinen Namen konzentriert, die letzten 2 Jahre wieder und so ein paar Sachen gemacht, wozu ich einfach Lust hatte. Und eine Sache hat mich aber immer, sag ich mal, da hatte ich immer meinen Fokus drauf. Ja? Und das ist letztendlich auch mein, das war nicht immer so, das ist letztendlich auch mein Erfolgsgeheimnis. Und das sind die 3 wichtigsten KPIs. Ja, die 3 wichtigsten KPIs. Und ich wollte jetzt hier nicht zu lange ausräumen meine Geschichte, weil ihr solltet wirklich fachlich was mitnehmen. Deswegen komme ich hier jetzt auch direkt auf den Punkt. Das, was ich euch jetzt präsentiere, die 3 wichtigsten KPIs, sind der Hauptgrund, warum ich hier heute stehe und auf die ihr euch in jedem Unternehmen konzentrieren solltet. In jedem Unternehmen. Egal, wo ihr steht, egal, welches Unternehmen ihr habt, egal, ob es digital ist, egal, ob es physisch ist, whatever. Das sind die 3 wichtigsten Punkte. Wer von euch weiß nicht, was eine KPI ist? Ach, doch schon einige? Okay, cool. Wenn ihr das hier richtig umsetzt und euer Unternehmen so aufbaut, ich bin selber kein Zahlenmensch, ich hasse Zahlen, sag ich mal, ich bin so ein kreativer Mensch, ich brauche Leute um mich herum, die, sag ich mal, Zahlen für mich einsortieren, die das auswerten für mich und habe immer gedacht, ich kann das einfach so Freestyle. Ich mache einfach Freestyle, habe ich immer gedacht. Also ich gucke einfach immer, okay, das sind Einnahmen, Ausgaben, passt schon. Nee, also wenn man wirklich skalieren will, dann passt es irgendwann nicht mehr. Und das ist jetzt wirklich hier so, wie kriegt ihr, wenn ihr es von Anfang an macht, ist es noch besser. Wenn ihr schon, sag ich mal, gestartet seid und schon erste Erfolge habt, dann wird es euer Business wirklich aufs nächste Level heben. Ja? Weil KPIs stehen für Key Performance Indicator. Dafür steht KPI. Und jedes große Unternehmen, egal ob das Zalando ist oder auch ob das VW ist, ja, das ist völlig egal. Also egal ob online, offline, konzentrieren sich auf sogenannte Key Performance Indicator, KPIs. Was sind das? Das ist es laut Wikipedia. Ich erkläre es gleich in meiner Sprache. Also laut Wikipedia, Key Performance Indicator sind entscheidende Kennzahlen, mit denen die Leistung von Aktivitäten in Unternehmen ermittelt werden, eine Leistung ermittelt werden kann. Das ist eigentlich schon ziemlich genau, aber eigentlich sagt mir das, wie gut geht es meinem Unternehmen. Also ich kann mit einem Blick sehen, ich kann auf Reisen sein, ja, das ist dieser gar nicht arbeiten Lifestyle, das gibt es gar nicht. Ja, das, jeder, der euch jetzt erzählt, der lügt oder hat wirklich noch nie ein Unternehmen aufgebaut. Gar nicht arbeiten geht nicht. Aber das ist wirklich sehr nah dran. Weil wenn ihr euch hierauf konzentriert, also euch auf KPIs konzentriert, dann könnt ihr, wenn ihr sicherstellt, dass diese KPIs vernünftig ausgewertet werden, kann ich euch gleich noch ein paar Tools dazu empfehlen. Oder eben manche Sachen kann man nicht automatisieren, aber wenn ihr wirklich einen Analysten, irgendwen habt, der euch das auswertet, das kann euch euer Assistent sein oder wer auch immer, dann könnt ihr mit einem einzigen Blick, dann müsst ihr euch nicht irgendwo einloggen oder so, könnt ihr mit einem Blick sehen, geht es meinem Unternehmen gut oder nicht? Zack. Und ihr könnt euch auch nach dem Vortrag vielleicht mal einfach mal mit diesen KPIs, es gibt wirklich für jedes verschiedene Unternehmen, gibt es 1000 unterschiedliche Möglichkeiten zu tracken und KPIs zu messen. Und ich werde mich jetzt gleich auf die wichtigsten KPIs konzentrieren. Ja. So, das sind nämlich einfach nur Zahlen sozusagen. Was für KPIs gibt es? Es gibt KPIs zur Optimierung. Zur Forschung, Strategie, Erfolg, Analyse, Ziele, 1 Million Sachen. Also ihr könnt wirklich jeden Bereich eures Unternehmens mit euren KPIs tracken, analysieren und wie gesagt, ich bin ein sehr kreativer Mensch, deswegen ist das eigentlich ein Vortrag für mich. Ich sage, ich habe KPIs, da hätte ich mich Leben nicht reingesetzt, wüsste ich nicht, wie wichtig das ist. So, und ich wollte hier wirklich das mit an die Hand geben, was sowohl für, weil ich eben weiß, von euch sind einige, sage ich mal, noch am Anfang. Einige sind schon weiter, vielleicht sind einige schon sehr weit, vielleicht sogar weiter als ich, keine Ahnung. Und das ist wirklich sowas, wo ich mich auch mit sag ich mal, in Kollegenkreisen unterhalte. Okay, was sind deine KPIs, wie trackst du das und so weiter. Und das ist deswegen für mich das Allerwichtigste. Das sind also die Leistungskennzahlen in einem Unternehmen. So, es gibt verschiedene Arten von KPIs, aber
erfahrungsgemäß, ich kann mich immer auf eine Million Sachen konzentrieren in meinem Unternehmen. Ich kann machen, was ich will. Ich habe nur 24 Stunden am Tag und meine Mitarbeiter haben auch nur 24 Stunden am Tag. Und erfahrungsgemäß sollte ich mich gerade, je kleiner, sage ich mal, mein Unternehmen ist, auf die 20% konzentrieren, die 80% des Ergebnisses ausmachen. Wer kennt das Pareto-Prinzip nicht? Sehr gut. Will ich nicht erklären. Also ich erkläre jetzt sozusagen 80-20 von KPIs. Ja? Genauso wie ich mich 80-20% meiner Zeit in einem oder 80% meiner Zeit in meinem Unternehmen, das könnt ihr euch vielleicht auch mal aufschreiben, sollten immer darauf gehen, Produkterstellung, Produktvermarktung und Distribution. Produkterstellung, Produktvermarktung und Distribution. Wenn ihr, sag ich mal, orientierungslos seid und sagt, hey, was mache ich jetzt? Ich sollte mich immer darauf konzentrieren, Produkte zu erstellen, Produkte zu vermarkten und Distribution heißt also im Internet Traffic. Das sollte immer eure Hauptaugenmerk sein. Nicht das Design oder ähnliches. Ich sehe sehr oft Leute, die konzentrieren sich eben auf falsche Dinge wie Design. Das kann ich machen. Das sollte ich auch machen. Aber am Anfang ist es wichtig, Produkte zu erstellen, das Marketing für die Produkte aufzusetzen und die Distribution. Und genauso wie es sozusagen global dass die 80% sind eurer Zeit, worauf ihr euch in eurem Unternehmen konzentrieren solltet, sind das, was ich euch jetzt sage, die 80% wichtigsten KPIs, Pareto-mäßig. Ja. Okay, das sind die wichtigsten. Die Conversion Rate, der Customer Lifetime Value und die Kosten. Die Conversion Rate, der Customer Lifetime Value und die Kosten. Das, meine lieben Damen und Herren, wenn ihr euch darauf konzentriert, auf diese drei KPIs in eurem Unternehmen, dann werdet ihr immer weiter wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Und da ist alles mit inbegriffen. Und warum das so ist, werdet ihr gleich verstehen. Na? Conversion Rate, Customer Lifetime Value und die Kosten. Und wir gehen jetzt jedes im Detail durch. Und ich werde euch allen auch Beispiele zeigen, unter anderem Rechenbeispiele zeigen, woran ihr genau sehen könnt, warum das denn auch so ist. Ja. Und die Reihenfolge ist dabei auch chronologisch anzusehen. Also konzentriert euch am Anfang auf die Conversion Rate, danach auf den Customer Lifetime Value und gut, Kosten ist sowas, was man immer im Blick haben sollte, aber dazu werde ich gleich auch noch was sagen. Bevor ich jetzt anfange, wer weiß nicht, was eine Conversion Rate ist? Okay, gehe ich gleich kurz darauf ein, ich will es nur einmal kurz abfragen. Wer weiß nicht, was ein Customer Lifetime Value ist? Okay, und wer weiß nicht, was Kosten sind. Das ist für alle, wollen wir alle nicht haben. Okay, perfekt. Ich gehe da ganz kurz auf ein, weil die meisten von euch wissen es, einige nicht. Ja, deswegen gehe ich ganz quick and dirty drauf ein. Fangen wir an mit der Conversion Rate. Was ist die Conversion Rate? Die Conversion Rate in einem Online-Business ist die prozentuale Abschlussrate. Also von 100 Besucher gehen wohin auch immer, wie viel Prozent der Besucher schließen ab? Was auch immer. Es kann sein, ein Eintrag in die E-Mail-Liste. Es kann an verschiedenen Stellen gemessen, Opt-in, Verkaufsseite, Bestellformular und alles Mögliche. Aber die wichtigste KPI, die wichtigste Conversion Rate ist natürlich die Conversion Rate der Verkäufe. Ja? Allerwichtigste Conversion Rate. Ich kann mich natürlich, wenn ich meinen Funnel, sage ich mal, und da will ich jetzt auch mal einen Tipp zu geben, wenn ihr jetzt ein Online-Business habt, werde ich sehr oft gefragt, beispielsweise, weil die kennt ja alle möglichen. Wer weiß nicht, was E-Mail-Marketing ist? Jeder. Geil. Es ist so geil. Also es ist wirklich, oftmals hat man ein unerfahreneres Publikum, aber das macht Spaß. Ich kann euch auch alle möglichen Fragen nach dem Vortrag beantworten. Ich habe Bock drauf. So. Wirklich, weil es macht halt Bock, ja. Wenn du mit Leuten redest, die halt, sag ich mal, advanceder sind, dann ist es cool. Also ich sag mal so, ihr habt hier eure Seite. Ich sage mal, das ist einfach jetzt ein Video-Sales-Letter oder sowas. Ja? Also ist völlig egal, was es ist. Ihr habt hier eure Verkaufsseite. Okay? So. Dann habt ihr hier die Seite, wohin, ich nenne sie mal einfach mal Danke-Seite, also ohne Upsells. So. Hierhin kommen die Leute nach dem Verkauf. So. Was ich ganz oft sehe, ist, dass anfängliche Unternehmer versagen, okay, ich mache jetzt E-Mail-Marketing und was machen sie dann? Sie versuchen das hier ganz kompliziert Leads einzusammeln, ja, also ein Opt-in zu machen. So, und das ist auch schön, aber woher weiß ich denn, dass das, was danach kommt, überhaupt funktioniert?
Versteht ihr? Also ich würde meinen Funnel immer rückwärts aufbauen. Wenn ich irgendwie was Neues teste, versuche ich immer erst direkt an den Verkauf zu gehen und von da aus dann rückwärts das Ganze aufzubauen. Ja, ich versuche direkt meine Besucher auf die Verkaufsseite zu schicken und sobald ich weiß, okay, die ist proven, das Ding funktioniert, danach kann ich sozusagen einen E-Mail-Marketing-Funnel aufbauen und erstmal versuchen, kriege ich denn überhaupt hier für das gleiche Geld genauso viele Verkäufe, wie wenn ich die Leute direkt auf die Verkaufsseite schicke. Okay? Und deswegen ist die allerwichtigste Conversion Rate sind die Verkäufe. Ja? Die Conversion Rate der Verkäufe. Weil, was bedeutet das? Optimierung der Conversion Rate bei den Verkäufen gleich mehr Gewinn. Ganz klar. Und mehr Gewinn ist das, wo ich mich am Anfang immer drauf konzentrieren sollte, ja, wenn ich ein Business neu aufbaue. So, das ist jetzt mal eine ganz einfache Darstellung einer Conversion Rate. Also man hat eine Conversion Rate, die ist hier aufsteigend, also 100 Besucher ergeben 25 Interessenten, ergeben 5 Käufer. Also ist die Conversion Rate auf die 100 Besucher 5%, die Kauf-Conversion Rate. Versteht ihr? 100 Besucher, 5 Verkäufe, 5%. So, das ist jetzt hier eine Beispielseite von meinem Geschäftspartner, mit dem ich das erste Business zusammen aufgebaut habe, das Darius Kamadeva. Das ist jetzt ein Beispiel. Ja, diese Seite hat 5%, diese Seite hat 7% Conversion Rate. Das ist jetzt eine aufgerundet natürlich. Ja. So, ihr seht also hier oben ist nur eine Änderung in der Headline. Seht ihr das? Eine ganz minimale Änderung in der Headline. Warum das jetzt so ist und wie man jetzt genau die Conversion Rate einer einzelnen Seite verändert, das schaffe ich nicht in den 40 Minuten. Aber ich kann euch sagen, dass, sage ich mal, auch hier ist es wieder so, was die Menschen als erstes sehen, ist natürlich die Headline. Warum macht die Bildzeitung so viel Geld? Weil sie sich nur auf die Headline konzentriert. Wenn die Seite nicht gelesen wird oder die Headline mich nicht anspricht, dann lese ich nicht weiter. Und das ist jetzt hier eine ganz klassische Video-Sales-Page. Ja? Also hier ist, sage ich mal, nur die Headline geändert. 5%, 7%. Gerundet. So, und jetzt kommt es nämlich. Eine positive Veränderung der Conversion Rate wirkt sich stark auf den Umsatz, aber exponentiell auf den Gewinn aus. Ich wiederhole nochmal. Eine positive Veränderung der Conversion Rate wirkt sich stark auf den Umsatz, aber exponentiell auf den Gewinn aus. Warum ist das so? Also es ist viel, es ein bisschen auf den Umsatz wirkt sich aus, aber voll stark auf den Gewinn. Wenn wir, sage ich mal, von Paid Traffic ausgehen, wenn ich davon ausgehe, dass ich Geld für meine Besucher ausgebe. Ich habe in Version A, ja, habe ich hier 100 Besucher, die ich euch gerade gezeigt habe, hier Version A, habe ich, sagen wir mal, ich habe bei beiden 100 Besucher. So, sagen wir mal, ich gebe genau 100, ich habe 250 Euro Umsatz, das Produkt kostet 49 Euro, weil ich habe 5% Conversion Rate, also 5% von 100 Besuchern kaufen das Produkt kostet 50 Euro, sind jetzt auch wieder gerundet 250 Euro Umsatz, richtig? 100 Besucher, 5 Leute kaufen es, 250 Euro Umsatz beim Produkt, was 50 Euro kostet. Ich habe 150 Euro Werbeausgaben oder Werbekosten für diese Besucher, auch jetzt mal rein beispielhaft, sind 100 Euro Gewinn. Okay? So, jetzt haben wir nun 2%, nur 2% ist die Conversion Rate jetzt besser bei der anderen Version. Und jetzt schaut mal, was mit dem Gewinn passiert, nicht mit dem Umsatz. Ich habe wieder 100 Besucher, ich habe 2% mehr, also nur 2 Leute von 100 kaufen es mehr. Ich habe 350 Euro Umsatz, also 100 Euro mehr Umsatz. Ich habe aber trotzdem 150 Euro Werbekosten, habe aber meinen Gewinn verdoppelt. Ich habe meinen Gewinn verdoppelt, indem ich eine 2%ige Steigerung meiner Conversion Rate erzielt habe. Mein Gewinn verdoppelt. Versteht ihr? Und je nachdem, wie viele Besucher darüber laufen, kann ich meinen Gewinn auch verdreifachen oder vervierfachen. Natürlich gibt es immer Limits, deswegen spreche ich gleich noch über die anderen KPIs, aber das ist die wichtigste, allerwichtigste KPI und ich hoffe, dass ich euch das klar machen kann. Also wenn ihr eine Sache anfängt zu reporten, wenn ihr eine Sache anfängt aufzuschreiben und Daten zu erheben in eurem Business, dann tut das bitte mit der Conversion Rate eurer Verkäufe oder mit dem, wie auch immer ihr Verkäufe erzielt. Es kann auch über einen Telefonist sein. Also ihr könnt auch, sag ich mal, ihr könnt 100 Calls machen über einen Agent, der, sag ich mal, Leute anruft oder ein Webinar oder was auch immer. Aber konzentriert euch, diese Zahl zu steigern, weil die hat den größten Einfluss auf euren Gewinn. Okay? Ja, welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt 1000 Möglichkeiten. Es gibt Optimierung der Sales-Texte, Sales-Videos, Bestellprozesse, Verkaufsseiten. Wie kannst du das Ganze umsetzen? Es gibt diverse Tools für Split-Tests. Ja. Wer von euch kennt Clicktip?
viele. Ja, ClickTip hat zum Beispiel ein Splittest-Tool, glaube ich, schon ab der Premium-Version. Es gibt VWO, könnt ihr euch auch mal aufschreiben. Das ist auch, glaube ich, kostenlos in der kleinsten Version für Splittest. Visual Website Optimizer heißt es. Ja. Und tut mir einen Gefallen, wenn ihr einen Splittest macht. Und wer weiß nicht, was ein Splittest ist? Das ist wirklich cool heute. Schön. Splittest ist also, ich teste Version A gegen Version B. Und der Gewinner, wie ich gerade hier gezeigt habe, und der Gewinner zeigt mir dann, okay, welche Version macht mehr Umsatz. Und bitte testet sie signifikant. Ja, ich sehe ganz oft, Leute schicken 100 Besucher auf, wie ich es euch gerade gezeigt habe, ja, 100 Besucher auf Version A, 5 Leute kaufen, 100 Besucher auf Version B, 7 Leute kaufen, oh, dann muss Version B wohl gewonnen haben. Nee, so ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ja, das heißt also, ich muss natürlich statistisch signifikant testen. Da gibt es eine mathematische Formel. Wie gesagt, ich hasse Zahlen, deswegen bin ich froh, dass es Tools für sowas gibt. Könnt ihr euch mal aufschreiben, das heißt Split Test Confidence Calculator. Ich habe das alles nicht so geplant, dass ich euch jetzt was an Splittest erzählen wollte. Aber da könnt ihr Splittest Confidence auf Englisch, Calculator. Da könnt ihr, sage ich mal, Version eingeben, wie viele Besucher hatte Version A, wie viele Besucher hatte Version B, wie viele Sales hatte Version A, wie viele Sales hatte Version B. Und dann zeigt euch das Tool an. Ist kostenlos, könnt ihr einfach so eingeben. Es gibt 1000 Tools, wenn ihr es eingebt. Zeigt euch an, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Version jetzt wirklich signifikant gewonnen hat. Dass es kein Zufall mehr ist, sondern sie wirklich gewonnen hat. Und mit diesen Tools könnt ihr das eben ganz leicht tracken. So. Und es gibt eben Tools für Splittest, die ihr machen könnt. Es gibt aber auch Conversion-optimierte Software. So. Die zweite KPI, auf die ihr euch konzentrieren solltet, ist der sogenannte Customer Lifetime Value. Nachdem ich also sichergestellt habe, okay, ich weiß jetzt, dass ich 80-20 mäßig, das merkt ihr ja, irgendwann merkt ihr, okay, jetzt ne, ich kann es jetzt noch steigern, aber ich kann es sehr schwer beschreiben, ich kriege dann ein Gefühl dafür. Nach der Zeit, okay, das ist jetzt hier schon, sag ich mal, 80-20 mäßig, habe ich die Conversion Rate schon so hoch, wie es geht. So, die zweite KPI, auf die ihr euch konzentrieren müsst, ist der sogenannte Customer Lifetime Value. So, heißt also, die Besucher, die Zeit, die der Kunde durchschnittlich bei euch verbringt, in Euro gleich der Customer Lifetime Value. Jetzt hier wieder Wiki. Der Customer Lifetime Value ist der Wert, den ein Kunde durchschnittlich über die gesamte Lebensdauer hinterlässt. Ist, sag ich mal, fast schon selbsterklärend. Das heißt also die Optimierung des Kundenwerts und die exponentielle Steigerung auf den Gewinn. Ja? Ich erkläre es gleich nochmal wieder anhand eines Beispiels. Wenn du deinen Kundenwert und die Kauffrequenzrate genau kennst, dann kannst du dein Business von 0 auf 100 skalieren. Und ich erkläre es euch jetzt auch anhand eines sehr großen Unternehmens, was ihr alle kennt, was dafür sehr lange in der Kritik stand, dass es sich darauf konzentriert hat. Aber ihr werdet sehen, wie mächtig das ist. Ja? Hier jetzt nochmal ganz kurz eine Formel. Kauffrequenzrate gleich die Anzahl der Verkäufe durch die einzigartigen Kunden. Guckt einfach nach die Berechnung des Customer Lifetime Values, dann wird es euch nochmal genauer erklärt. Ich muss mich ein bisschen beeilen, sag ich mal. So, jetzt mal anhand eines Beispiels erklärt. Ja? Der Customer Lifetime Value. Was ist damit gemeint? Das heißt also, im Januar, und das ist jetzt nur ein Beispiel, gebe ich 25 Euro für einen gewonnenen Kunden aus. Mach also Verlust. Wollen wir nicht machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie es ganz große Unternehmen machen das so. Wie konnte Amazon beispielsweise schnell wachsen oder Zalando so schnell wachsen, weil die genau das machen. Die machen ganz viele Jahre, machen die Verluste, weil sie Kunden kaufen, weil sie einen Marktanteil sichern wollen, weil sie wissen ganz genau, am zweiten Monat sind sie break-even. Warum? Weil sie sich auf die Sachen konzentrieren, die ich euch gesagt habe. Produkterstellung bzw. Brandschaffen von neuen Produkten in diesem Fall, Produktvermarktung und Distribution. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann hat man einen hohen Customer Lifetime Value. Im zweiten Monat bin ich also Break-Even. Im dritten Monat bin ich 25 Euro im Plus. Im vierten Monat bin ich 50 Euro im Plus. Und im fünften Monat bin ich 75 Euro im Plus. Also die zweite Sache, auf die ihr euch konzentrieren müsst, ist nicht nur darauf, ein Produkt zu haben oder irgendeine Sache anzubieten, sondern euren Wert pro Kunde zu erhöhen. Ja? Ein Customer Lifetime Value. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Amazon war über Jahre, also könnt ihr einfach nachgucken, ich glaube vor 2 Jahren oder sowas waren die zum ersten Mal, die hätten die ganze Zeit profitabel sein können. Also Amazon, Jeff Bezos, der Gründer, ist kein Dummkopf, sag ich mal, der die ganze Zeit Verluste macht,
sondern Amazon hat das ganz strategisch gemacht. Die wussten natürlich genau, dass sie im Minus laufen, haben natürlich Investorengelder, Venture Capital geraced, damit sie das überhaupt machen konnten, sage ich mal. Ja. Der Kundenwert war aber bekannt. Amazon wusste genau, wie viel machen sie pro Kunde, wie viel Geld holen sie pro Kunde rein. So. Und haben eben weiter in neue Kunden investiert, weil sie wussten, dass ihr Customer Lifetime Value so groß ist. Ihr wisst jetzt, jetzt wissen wir alle, wie groß der Customer Lifetime Value von Amazon ist, weil wir alle bei Amazon bestellen. Aber das ist die Vision von ganz großen Unternehmen. Und was diese großen Giganten, sage ich mal, machen, im Großen, können wir auch im Kleinen machen. Wir wollen natürlich nicht defizitär einkaufen. Also ich würde euch jetzt nicht empfehlen, mach mal 25 Euro Minus, wenn ihr jetzt kein Investorengeld habt oder so, dann wäre das nicht so schlau. Vor allen Dingen weiß ich ja am Anfang noch gar nichts. Ja? Am Anfang versuche ich natürlich, gewinnbringend einzukaufen oder zumindest break-even zu sein. Aber wenn ich das hinkriege, wenn ich schaffe, break-even zu sein, break-even am ersten Tag oder leicht im Profit, dann habe ich ein riesengroßes Business. Okay? Wenn ihr es schafft, mit eurer Conversion mit break-even zu sein, das ist der Grundstein für ein riesengroßes Business, wenn ihr das hier verstanden habt. So. Heißt also, die Investitionen nach Zeitspanne X bedeuten sehr hohe Gewinne. Ja, ja, das ist ein Sprichwort von Ryan, wer kennt Digital Markt und Ryan Dice? Gar keiner? Okay. Du kennst ihn? Sehr geil. Okay, das sind die Jungs, mit denen, wo ich mir mein Wissen herhole. Ich bin gestern, sorry, wenn ich vielleicht wirklich schläfrig? Nee, oder? Okay, ich bin gestern erst aus Amerika wieder gekommen, aus L.A. Ich war da nur für 4 Tage. Ich bin wegen euch, bin ich früher wieder hergekommen. Dankeschön. Eigentlich bleibe ich dann nämlich immer ein bisschen länger, weil so 4 Tage, das war ganz schön heftig. Also ich bin hin, bin da gewesen, direkt wieder zurück und habe immer noch voll das Jetlag, sag ich, und bin heute Nacht 5-mal aufgewacht. Das war nicht so geil, ich bin immer voll mitgenommen von. Aber das Zitat hier kommt von der Person, wo ich sehr viel von lerne. Das ist Ryan Dice von digitalmarketer.com. Und der sagt eben, das ist jetzt auch übersetzt natürlich, ja, derjenige, der am meisten Geld ausgeben kann, um einen neuen Kunden zu gewinnen, der wird über seine Konkurrenz siegen oder er gewinnt. Derjenige, der am meisten Geld ausgeben kann, um einen neuen Kunden zu gewinnen, der gewinnt in jedem Markt. Warum? Aufgrund des Customer Lifetime Values. Ja, das ist ganz klar. Und das ist jetzt kein kleiner Lulatsch, der das gesagt hat, weil ich gebe 25.000 Euro für eine Mastermind aus, um mit dem im Raum sitzen zu dürfen. Und das ist sein Nummer, das sagt er immer, er fängt immer so an. Leute, vergesst nicht, so egal was wir hier reden, so konzentriert euch darauf, das meiste Geld auszugeben zu können, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Ja? So werdet ihr groß, ganz groß. Ja, welche Möglichkeiten gibt es? Wir können die Verkaufspreise testen auf unserer Seite. Das heißt, wir können testen verschiedene Verkaufspreise, wir können Upsell-Produkte testen, wir können neue Funnel erstellen, wir können Vollkampagnen für bestehende Kunden fahren. Ja? Und das Letzte ist natürlich das, was diesen Zeitfaktor ausmacht. Das heißt also, wenn ich, sag ich mal, einen Kunden gewonnen habe und den Kundenwert anfangs Customer Lifetime Value am Tag 1 durch Upsells, durch Verkaufsseiten, Split-Tests und so weiter so hoch wie möglich habe, dann sollte ich mich darauf konzentrieren, Folgekampagnen zu machen. Dann sollte ich mir überlegen, welches Produkt, welche Dienstleistung, welche physische Produkte, welche digitalen Produkte, was auch immer ich anbiete, was könnte für meinen Kunde der nächste Schritt sein? Das ist entweder meistens etwas Komplementäres, also was fehlt dem Kunden noch, oder etwas, was das Ganze erweitert. Das kann auch sein. Ihr müsst es gar nicht selbst erstellen. Vielleicht müsst ihr einfach nochmal vielleicht um die Ecke denken. Vielleicht habt ihr indirekte Konkurrenten, also keine richtigen Konkurrenten, die zwar dieselbe Zielgruppe wie ihr habt, aber ein anderes Produkt, mit denen ihr strategisch partnern könnt, die das Gleiche bei euch machen können, die euch sogar noch Kunden bringen und so weiter. Also darauf müsst ihr euch konzentrieren. Wie könnt ihr nach dem Verkauf euren Kundenwert strategisch steigern über die Zeit und euren Kunden etwas Relevantes anbieten, was er vielleicht so jetzt noch nicht hat. So, jetzt einmal das Ganze illustriert anhand meines Kollegen Dirk Reuter. Landingpage, Upsell 1, Upsell 2, das ist die Verkaufsseite von Dirk. Warum ist die hier im Vortrag drin? Ganz einfach, weil ich mit
seinem Geschäftspartner eine Company zusammengegründet habe und wir den Vortrag schon mal so ähnlich gehalten haben und er ihm netterweise sich bereit erklärt hat, dass ich hier das Ganze anhand seines Beispiels erklären kann. Und das bin ja nicht ich, sondern ihr seht wirklich nochmal das Ganze anhand von Dirk. Ihr seht also hier die Landingpage, die Verkaufsseite des Buches. Ihr seht hier Upsell 1, Upsell 2. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, um die Conversion Rate strategisch sofort zu steigern. Und das könnt ihr, sage ich mal, dann wiederholen. Also ihr solltet halt mehrere Kampagnen fahren über die Zeit, um euren Kundenwert immer weiter zu erhöhen und zu erhöhen und zu erhöhen. So, komm, wollt ihr noch ein Foto machen? Okay. Geil. Einfach reinrufen. Mann! Okay. Letzte KPI sind die Kosten. Okay, kommen wir zu den Kosten. Was sind Kosten? Jeder weiß, was Kosten sind. Ein Unternehmensziel sollte das Ziel eines Unternehmers sollte es natürlich sein, die Kosten zu senken und die Gewinne zu steigern. Ich muss euch aber auch so sagen, dass ihr durch die Senkung der Kosten immer natürlich nur einen gewissen Einfluss haben könnt. Also wer sich versucht totzusparen, sage ich mal, als Unternehmer, der kommt auch nicht weit. Das muss ich auch direkt dazu sagen. Könnte ich noch ein bisschen Wasser haben? Achso. Ja, dankeschön. So heiß heute, oder? Es ist übertrieben heiß. Aber hier ist gut klimatisiert zumindest. Also es ist tatsächlich sehr angenehm. Habe auch schon andere Vorträge gehalten. Schwitz. Also das Unternehmensziel sollte es sein, die Kosten zu senken und die Gewinne zu steigern. Aber typisch unnötig hohe Kosten sind zum Beispiel auf diverse Tools, Domains. Ich hatte, als ich noch Affiliate-Marketing gemacht habe, habe ich 100 Domains gehabt. Davon habe ich 2 genutzt. Ja. Kennt vielleicht der ein oder andere. Domain, muss gleich alle Domains sichern. Es macht natürlich den Bock nicht fett. Also am Ende des Tages müsst ihr euch immer gucken, ne, wo Tools zum Beispiel. Ich kenne so viele Leute, die unnötige Tools, die auch wir, bei Mitarbeitern haben bei mir, also mein Team hat bei mir eine gewisse Freigrenze, in die sie Tools, sage ich mal, ohne zu fragen, kaufen dürfen. Und oftmals gucke ich dann so, einmal im Monat haben wir halt Besprechungen, was ist das denn jetzt? Ja, das brauchen wir dann dafür. Zeig mir doch mal, wo das genutzt wird. So, benutzt man nicht, kennt ihr vielleicht. Ja? Irgendwelche Tools benutzt man nicht, so, braucht man oftmals nicht. Unnötig hohe Werbeausgaben, da müsst ihr halt tracken genau, okay, mache ich damit wirklich Gewinn? Kenne ich auch viele Unternehmen mehr, die, sage ich mal, nicht so PPC-lastige Unternehmen haben, also nicht sich so stark auf Pay-Per-Click konzentrieren, die eben unnötig hohe Ausgaben haben. Diejenigen von euch, die, sage ich mal, ein bisschen PPC erfahrener sind, die haben natürlich einen genauen Blick dafür. Aber einfach mal irgendwo Geld reinstecken, ist auch nicht so schlau, sage ich mal, ne? Als Werbeausgaben. Und falsch eingesetzte Arbeitszeit. Und das ist meiner Meinung nach die größte Falle. Ja, das ist eigentlich, wenn ihr, das habe ich irgendwann gemacht. Ich habe irgendwann gedacht, was ist eigentlich mein Wert pro Stunde? Wie viel Wert bringe ich meinem Unternehmen gerade ein? So, und ist es dann noch so wichtig, dass ich selber meinen Support mache? Oder meine Wohnung sauber mache? Das meine ich wirklich ernst. Also, wenn ihr ein gewisses Level erreicht, ihr solltet immer überlegen, was ist jetzt gerade wirklich euer Wert? Der ist natürlich am Anfang geringer, der steigert sich aber. Und die falsch eingesetzte Arbeitszeit, also das Investieren in die falschen Sachen, das bringt euch nichts. Das, auch wenn ihr alleine seid, ihr solltet euch 80% eurer Zeit sollten sich in eurem Unternehmen darum drehen, eure Produkte zu erstellen, Produkte, das Marketing für die Produkte zu machen, also dafür zu sorgen, dass sie die Produkte verkaufen, Distribution. Das könnt ihr euch ganz einfach vorstellen anhand eines Beispiels. Stellt euch vor, vielleicht das, wenn ihr eine Sache heute mitnimmt, dann das. Weil das ist wirklich, ihr habt 24 Stunden am Tag und wenn ihr gerade noch am Anfang steht, dann ist das aller Wichtigste, was ihr heute mitnehmen müsst. Ja. Stellt euch das vor, ihr habt hier ein Geschäft. So, okay, das ist das Geschäft. So, was bringt mir der Laden, wenn ich keine Produkte habe? Was bringt das, wenn ich einfach den Laden, also den Laden, sagen wir, ich habe den Laden, kriege ich gestellt von irgendwem. Ihr seid der Laden. So, was bringt mir der Laden, wenn ich keine Produkte drin habe? Was bringt so ein Laden? Nichts. Das heißt, ich sollte mich zuerst einmal darauf konzentrieren, ein Produkt zu erstellen, was ich verkaufen kann. Oder ein Produkt, wie auch immer. Ja, ich kenne euer Geschäftsmodell nicht oder was auch immer ihr vorhabt. Es können physische Produkte sein, es kann eine Dienstleistung sein, es kann ein digitales Produkt sein, es kann alles sein. Das ist eine universelle Regel. Ja? Ich muss also das erste Mal das Produkt haben. Das Produkt. So, was bringt es mir, wenn ich, greifen wir jetzt mal mit der Metapher des Ladens, oder gehen wir mal davon aus, was bringt es mir, wenn ich einen Laden habe, wo Produkte drin sind, aber keiner, der es verkaufen kann?
Stell dir das mal vor, ein Laden, gehst du rein, da ist keiner drin. Wird noch geklaut im besten Fall. Also es bringt mir nichts. Ja? Und dieser Verkäufer, und das ist eben das Schöne im Internet, das ist das Geile am Zeitalter des Wissens. Dieser virtuelle Verkäufer kann eure Webseite sein, euer Marketing sein. Ja? Verkäufe, Marketing, nennen wir das mal Marketing. Ja? Also egal, ob das eine Sales, das kann eine Sales-Seite sein, das kann ein Webinar sein, das kann das Einsammeln von Telefonnummern sein, das kann ein Telefonist sein, es kann alles Mögliche sein. Es kann eine Shopify-Seite sein, es kann eine WordPress-Seite sein. Aber das ist euer Verkäufer, das ist das Marketing. So, okay, und jetzt kommt das Wichtigste. Was bringt mir das Produkt? Was bringt mir die besten Produkte im geilsten Laden? Der sieht voll schnieke aus mit dem allerbesten Top-Verkäufer, wenn da keine Besucher reinkommen. Was bringt es mir dann? Nichts. So, und das ist das Letzte. Ihr braucht also Kunden. Ihr braucht Kunden, ihr müsst das Produkt, ihr braucht Distribution. Ihr braucht Leute, die da reingehen. Und das ist das, worauf sich 80% eurer Zeit konzentrieren sollten. Um Produkterstellung, Produktvermarktung und um Kunden. Distribution. Okay? 80%. Die falsch eingesetzte Arbeitszeit kosten euch am allermeisten. Ja? So. Und jetzt kommen wir zu einer bestimmten Art von Kosten, die sich Opportunitätskosten nennen. Wer weiß was Opportunitätskosten sind? Nicht? Okay. Opportunitätskosten ist ein verlorener Umsatz durch Dinge, oder ist verlorener Umsatz durch Dinge, die ich eben nicht mache. Eine Opportunity, die ich habe, eine Möglichkeit, die ich nicht wahrnehme. Ja? Opportunitätskosten nennt sich das Ganze. Es kann sein, durch verschiedene Fehlfunktionen, wie zum Beispiel verschiedene Funktionen im Checkout, die ich nicht nutzen kann, oder verschiedene Tools, die meine Conversion Rate steigern würden. Opportunitätskosten eben. So. Und Opportunitätskosten oder auch Verzichtskosten sind entgangene Erlöse, die dadurch entstehen, vorhandene Möglichkeiten, Opportunitäten nicht wahrgenommen werden. So. Beispiel ist hier ein intelligentes Two-Step-Checkout. Wer weiß, was ein Two-Step-Checkout ist? Weiß nicht. Two-Step heißt, ich gebe erst Zahlungsdaten, erst Name, Vorname, Nachname und sowas ein und dann den Rest. So, das, meine Damen und Herren, ist das, was die Conversion Rate enorm nach oben steigern lässt. Was es bis heute, bis in Kürze, nicht in Deutschland gab. So, Beispiel hier mal anhand einer Rechnung, Two-Step-Checkout. Also ich habe 100 Besucher. So, ich erkläre es euch mal ganz schnell. Ich beeil mich. Okay, also ich habe hier Two-Step, heißt es wie folgt. Wir haben einen One-Step-Checkout, One-Step, und wir haben einen Two-Step-Checkout. Two-Step, One-Step ist, ich gebe hier alles gleich ein, Name, Vorname, blablabla, Bankdaten und so weiter und klicke dann auf Checkout, okay? So, das ist jetzt One-Step-Checkout. 100 Besucher da drauf, sagen wir hier drauf, 2 Kunden, 2 Leute kaufen also auf meinem Bestellformular, was relativ gering ist, in der Regel ist die Conversion Rate aufs Bestellformular wesentlich höher, aber nur anhand eines Beispiels jetzt mal. 98 verlorene Besucher. Weg. So. Jetzt sagen wir mal, dass die Conversion Rate bei einem Two-Step, und ich erkläre euch gleich, warum die viel höher ist, gleichbleibend ist. Ja? Sagen wir mal, die ist nur gleichbleibend. Das heißt, ich mache bei einem Two-Step, also ich gebe erst Name, E-Mail-Adresse ein, klicke dann auf Weiter und komme dann auf einen zweiten Step, wo ich meine Bezahldaten eingebe. Versteht ihr? Das ist ein Two-Step. Das kennt ihr auch von großen Webseiten, die machen das immer so. Amazon, die würden nie alles auf einer Seite abfragen. Ja, wie bitte? Okay, ich erkläre, wenn dazu eine Frage ist, dann kommt. Two-Step heißt, ich gebe erst nur Name, E-Mail-Adresse ein, klicke dann auf Weiter und danach gibt derjenige im zweiten Schritt seine Bezahldaten ein. One-Step heißt, ich habe ein Bestellformular, ich gebe gleich alles ein. So, jetzt sagen wir mal, ich habe den gleichbleibenden Umsatz. So, jetzt habe ich aber 10 Besucher von diesen 100, kommen hier auf meinen zweiten Step. Weil 100 drauf, 10 kommen auf Step 2. Ich habe trotzdem 2 Kunden. Sagen wir mal, es bleibt gleich. Es ist statistisch erwiesen, dass es höher ist. So, jetzt habe ich eine 25%ige Reaktivierungsrate. Was heißt das? Ich versuche es sehr einfach zu beschreiben. Es heißt, ich kann diejenigen, die sich hier eintragen, nur mit dem Namen und E-Mail-Adresse, reaktivieren. Das heißt, ich kann den E-Mail schicken. Ich kann sagen, hey, du hast noch einen zweiten Schritt vergessen. You forgot something.
you have to check out. Ja, also ich kann denen dann nochmal den Link zuschicken zum Bezahlen. Und das wiederum sorgt für zwei neue, nur mal angenommen, für zwei neue Kunden sind 400 Euro Gewinn. Nur durch den Einstep von Two-Step-Checkout. Nur dadurch. Und das sind Opportunitätskosten, wenn ich solche Sachen nicht einsetze. Wie kannst du diese drei KPIs in deinem Business erreichen und auf Höhen optimieren? Und jetzt kommt's. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich euch ganz kurz die Software, die ich mitgegründet habe, die das kann, ist CopeCard. Ja? Das, was ich euch gerade gezeigt habe, diesen Two-Step-Checkout, den gibt es so nicht im gesamten deutschsprachigen Raum. Die Leute, die Amerikaner, mit denen ich mastermine seit vielen, vielen Jahren, die nutzen das seit vielen, vielen Jahren, machen sich dann sehr über mich lustig, dass wir das nicht nutzen können, ist ein Beispiel. CopeCard ist ein Zahlungsanbieter, der Online-Verkauf auf das nächste Level heben soll. Ja? Ich möchte euch das ganz kurz einmal darstellen, das dauert 2 Minuten. Und dann bin ich fertig damit. Das ist wirklich ein Herzensprojekt für mich. Wir haben dieses Unternehmen gebaut, weil wir die Funktion, die dieses Unternehmen hat, nicht in Deutschland haben. Wir haben also diese Funktion für uns selber gebaut. Der ursprüngliche Gedanke von CopeCard war, ich möchte diese Funktion haben. Ich möchte einen Two-Step-Checkout haben. Ich möchte den Customer Lifetime Value, von dem ich euch vorhin erzählt habe, mit einem Klick sehen können. Ich möchte mit einem Klick sehen können, wie viel bringt mir der Kunde, den ich vor 4 Monaten gewonnen habe, heute ein. Das kann kein Tool im gesamten deutschsprachigen Raum, kann das. Ich möchte es mit einem Klick sehen können. Und das wird CopeCard können. Ja. Es ist ein neuer Zahlungsanbieter für digitale und physische Produkte. Ist wirklich sehr schnell, wenn ihr das Ganze nutzen werdet. Und ich, wie gesagt, ich werde euch hier gar nichts verkaufen. Wir sind noch gar nicht online damit. Das heißt also, werde ich euch gleich noch was zu sagen, wie das Ganze überhaupt funktioniert, falls ihr Interesse habt. Es ist wirklich eine praxiserprobte Software von Unternehmern für Unternehmer. Ich habe das zusammen mit meinem Geschäftspartner René Renk ins Leben gerufen und Raoul Plickert, der viele große Brands betreut, wie Dirk Reuter und einige andere. Und hat viele innovative Features, die es sonst nirgendwo geben wird. Und ich freue mich so unfassbar doll, dieses Baby endlich, das war wirklich jetzt über Jahre, also es hat wirklich über ein Jahr gedauert. Das ist das größte Projekt, was ich jemals angegangen bin. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf. Und der Launch startet ab heute. Und ich will hier nichts verkaufen. Es wird hier gar nichts zum Kaufen geben. Es ist einfach nur ein kostenloses Video, was euch schult. Es ist also ein Workshop, der ab heute losgeht. Ja? Unter lp.copecard.com könnt ihr euch da eintragen. Das ist ein über 40-minütiges Video, was euch erklärt, wie ihr, sag ich mal, eine Produktidee findet. Also was wirklich ein Workshop ist. Nichts zum Verkauf erstmal, gar nichts. Ein kostenloser Workshop, den ihr euch anmelden könnt. 14 Tage lang wird er gehen und am Ende der 14 Tage wird es eben diese Software geben und dann werdet ihr auch sehen können, warum ihr diese Software einsetzen könnt, aber dieser kostenlose Workshop sind einfach nur Value für euch. Ja, könnt euch hier eintragen, lp.copecard.com und das ist noch nicht alles, wenn ihr euch heute zum kostenlosen Workshop anmeldet, bekommt ihr nicht nur einen Lifetime-Discount, ich will euch nichts vormachen, ihr könnt euch auch morgen noch dazu anmelden, dann kriegt ihr auch noch den Lifetime-Discount. Ja, aber ihr bekommt in dieser Launch-Phase könnt ihr ein iPhone X gewinnen und wie ihr das gewinnen könnt, erfahrt ihr auch in dem Launch. Wie gesagt, für mich ist das Ganze eine Herzensangelegenheit. Also Zusammenfassung, geht einfach hier auf lp.copecard.com, könnt ihr euch kostenlos anmelden, es ist einfach nur ein 40-minütiges Video, kein Verkauf, kein gar nichts. Sichert euch dann am Ende des Launches den Lifetime-Deal für CopeCard und nimmt an der Verlosung des iPhone teil. Wir haben verschiedene Sachen, wir haben gesagt, was sollen wir verlosen? Und die Leute haben gesagt, iPhone. Okay, verlosen also mehrere iPhones in dem Launch, wird ein ganz großes Ding. Und wenn ihr zusätzlich, und das ist, wie gesagt, ich hoffe, das ist okay, dass ich euch jetzt hier präsentiere, weil ich bin so aufgeregt deswegen und freue mich so, ja. Also geht auf die Landingpage, schaut es euch an, wir haben uns mega dafür Mühe gegeben, ist mein neues Unternehmen. Wenn ihr dazu trotzdem Fragen haben solltet zu meinem Vortrag, ja, weil da werdet ihr auch noch mehr dazu erfahren, sag ich mal, zu den ganzen KPIs. CopeCard wird euch eben helfen, diese 3 KPIs zu optimieren. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, Fotos machen wollt, irgendwas anderes wollt, ich versuche so lange, wie ich kann, auf den Beinen zu stehen, trotz des Jetlags. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit.